einer neuen Folge vom Beatnerd hier auf dem DJ Revolution Channel mit mir, Desart. Und heute gibt es eine kürzere Session, weil ich heute einen kleinen Besuch habe. Deswegen muss ich aufpassen, dass mein kleiner Besuch nicht gleich hier reinstürmt und das Ganze sabotiert. Aber ist gar kein Problem. Ich habe sowieso heute vor, nicht an unserem Trap Beat zu arbeiten. Ich glaube Sample Slice, ich habe ihn irgendwie anders genannt. Muss ich nochmal gleich gucken. Aber auf jeden Fall unser Trap Beat, den wir gesliced haben mit den Slices von Free Ori und ich muss noch mal gucken, wie die Namen alle waren. Die ganzen Rap- und Producer-Names. Okay, das heißt, ich erkläre euch gleich, was ich mache. Aber erstmal kommt das Intro. So, da bin ich wieder an meiner Workstation. Wir haben noch immer unseren Beat. Was mir hier nicht gefallen hat, ja, ist noch immer dieser Synthi, ich liebe den 80s Synthi, hier dieses geile Pad in Memory, aber es passt nicht so richtig rein. Und zufällig habe ich mir gestern ein neues Plugin gekauft, das sich nennt, ich muss mal hier alles rausnehmen, weil ich gar nicht weiß, ob wir das hier benutzen werden. Und zwar nennt sich dieses Plugin Track God 2. Ich habe zufällig am Wochenende die Werbung bekommen, also gestern, und dachte mir, ey, sieht geil aus, waren glaube ich $57 und ich bin ja jemand, ich sage, ey, hau rein das Ding. Und tatsächlich, ich habe noch gar nicht so viel probiert. Ich zeige euch, hier geht es darum, dass diese, ja, wie kann man sagen, das ist ein Sampler mit ganz speziellen Sounds für Trap. Es gibt zwar noch EDM-Sounds und so weiter, aber es ist ganz, ganz speziell für Trap gemacht. Das kauft man sich als halt dieses Komplettpaket, die kann man auch eigene Sounds und sowas machen. Und man kann hier natürlich Banks sich mitkaufen, also hier Crystal Bells und E-Tones und Galaxy und Hype Man 2, Hype Man F, Hype Man Kids und Lit Last Light, Metro Thuggin, Nova und hier ganz am Ende war, glaube ich, noch ein ziemlich geiles und zwar hieß es 808 God. Also praktisch, 808 God ist schon klar für die 808, werden wir auch noch benutzen, aber was ich will, ist diesen Pad Sound hier austauschen mit einem von denen hier. Das heißt praktisch, ich werde mal hier auf E-Tones gehen. Und wir werden uns mal ein bisschen anhören, was der so hat. So verschiedene Presets. Ich glaube, man sieht, also das ist schon eine ganze Menge. Und das waren ja eine Menge. Und diese Sounds sind, wie gesagt, sehr speziell auf Trap gebaut. Das bedeutet, dass wenn wir hier Trap machen, dann macht es Sinn, mit dem Ding zu arbeiten. Wie gesagt, ich habe gestern erst gekauft und weiß noch fast gar nichts. Ich mache so einen kleinen Test. Wir checken mal aus, wie das Ganze klingt. Und dann würde ich sagen, los geht's. Gucken wir mal. Bisschen leise, muss ich sagen. Oh, ich habe es auch ein bisschen leise gestellt, sehe ich gerade. Ah, besser. Ja? Okay, wir können ja schon mal gucken, wie das Preset mit unserem normalen Song funktioniert. Klingt ein bisschen abgefahren. Wir gucken mal weiter, was der noch so hat. Wir klicken uns mal durch. Klingt auch ganz geil. Ja, das finde ich auch ganz geil. Ich überlege gerade. Wir gucken mal. Wir hören mal rein. Ja. Klingt eigentlich ziemlich geil. Hier kann man natürlich auch noch viel verstellen mit der ADSR-Kurve. Ich bin noch gar nicht sicher, was ich genau haben will. Ich werde gleich nochmal gucken, ob wir vielleicht den 808 umtauschen in diesen neuen 808. Ich weiß noch nicht hundertprozentig. Was ich gerne machen würde, ist, dass das nochmal eine Rhythmik bekommt. Und zwar vielleicht, wir gucken mal, weil der Sound ist sehr kurz, das ist ja kein Pad, deswegen macht es da auf jeden Fall Sinn. Vielleicht hier. Ja, vielleicht sogar, ich will ihn gleichmäßig machen. Ja, klingt ganz geil. Gucken wir mal. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, dachte ich mir, ich werde hier sabotiert. Kuckuck, du sollst doch Film gucken. Hm? Jetzt bist du live hier am Start mit den ganzen Menschen. Na, willst du hier rein?
Ja, na gut. Also, wie gesagt, heute eine kürzere Session, weil sonst wird es schwierig. Finde ich schon mal sehr cool, das Ding hier. Wir hören noch mal rein. Das passt schon mal auf jeden Fall ganz gut. Und jetzt würde ich gerne noch mal die 808 hier austauschen. Ja, und dann mache ich auch ein Geschenk für Ja. dich. Papa, dann mache ich auch ein Geschenk für Okay. So, ich muss jetzt weitermachen. dich. Ich geh mal Film schauen. Jamie? Ich will Willst du hier, aber da musst du ganz ruhig sein. hier. Ja, ganz, ganz ruhig. Nichts sagen. So. Hallo. Jamie, ganz ruhig sein. So. Dann gucken wir mal hier weiter mit unserem 808. Wir checken den mal aus. Und zwar nehmen wir wieder unseren Trap Rod, gehen hier rüber auf die 808s und hören uns mal ein bisschen die Banken an, wie die klingen. Hier der 808 God. So, wir hören den mal alleine kurz. Ja, also typischer 808. Wir gucken mal weiter, was es hier noch gibt. Ja. Ja, wobei mir das Ganze gerade ein bisschen sehr leise ist. Ich glaube, bei euch auch. Wir checken nochmal das alles zusammen. Den finde ich schon mal ganz cool. Also der klingt so ein bisschen, wir müssen ihn lauter machen. Was jetzt so ein bisschen schwierig ist, ist, dass tatsächlich das hier so ein bisschen leiernd klingt. Das darf beim Trap auch so sein. Ja, aber man merkt, dass das so ein bisschen fies leiernd ist und so ein bisschen gegen unsere gerade Rhythmik geht, würde ich fast sagen. Ich will mal gucken, ob ich hier unsere Effekte reinschieben kann. Vielleicht klingt das ganz cool. So, schauen wir mal rein. Ja, der zerrt jetzt ein bisschen viel, da müssen wir durch den Devil Lock ein bisschen runterziehen, sonst wird das ein bisschen zu krass. So. Ja, man merkt es, finde ich, beim zweiten Akkord hier, dass das so ein bisschen komisch klingt. Aber wie gesagt, das kommt wahrscheinlich wegen dem Slice, weil der einfach, ja, der klingt einfach durch das 100-mal durchgemanschte. Dann haben wir den RC20, den Drip haben wir noch drauf, und den Timeless. Das klingt halt jetzt sehr, sehr fies. Deswegen, da müssen wir vielleicht später gucken, ob wir das Ganze noch mal ein bisschen mehr zusammenmanschen. Vielleicht mit einem Kompressor. Bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Aber das schauen wir uns mal an. So, was ich jetzt noch haben will, ist den Arcade. Da mache ich mal hier ein bisschen wieder was an. Ich werde auf jeden Fall nochmal für den Trap God, werde ich demnächst nochmal ein einzelnes kleines Tutorial machen. Also wie das Ganze funktioniert und so. Ich muss mich jetzt mal damit beschäftigen, aber ich finde es schon mal gar nicht so schlecht. Also, was heißt gar nicht so schlecht, ist ziemlich cool. Nur ich muss erstmal nochmal damit klarkommen. Wobei, bevor ich den Arcade reinmache, habe ich doch noch eine Idee. Wir machen mal hier. Wir kopieren uns das nochmal und machen mal, wie heißen die Dinger? Glocken. Glocken oder Bells. Wir machen mal Bells, weil der Trap God hat ziemlich geile Bells. Ja, und die können wir uns eigentlich hier reinnehmen. Und ich habe sogar noch eine andere Idee. Ich habe letztens ganz coole MIDI-Sachen gefunden wieder, die ich irgendwie ja schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen habe und dachte mir. Ja, sowas. Ja, ich glaube, das nehmen wir mal. Und jetzt ziehe ich mir einfach die Sachen hier rein. Ich weiß gar nicht mehr, in was für einer Tonart wir waren, ehrlich gesagt. Aber es ist vollkommen egal. Ich check das gleich mal aus. Hier habe ich so ein paar. Hier zum Beispiel Bells und Plugs in A-Moll. Das heißt praktisch, ich lade das mal hier rein. Tempo nicht importieren. So, das sieht doch ganz gut aus. Ja, das heißt, das machen wir hier kleiner.
und hören uns mal nur das an. Gucken wir, ob das passt. Klingt schon ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, mit unserer Kick. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, jetzt müssen wir natürlich gucken, wir sind hier in A-Moll. Wie gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich A-Moll. War es A-Moll oder war es. Oh, jetzt bin ich nicht sicher. Warte mal kurz. Also, was haben wir hier? Cis. Doch, Ass müsste eigentlich passen. Das bedeutet, was ich hier nur machen muss, ist das Ganze von Ass. Aufs Ass runterziehen oder hochziehen, besser gesagt. Okay, guck mal, müsste passen. Wir gucken mal mit der 808. Ja, passt. Ja, die 808 gefällt mir noch nicht hundertprozentig, so wenn ich sie jetzt alleine höre. Aber wir gucken mal, wie das Ganze miteinander passt. Vielleicht ist hier ein bisschen zu viel drin. Ich sag mal so, ich finde das ziemlich geil, aber es ist natürlich viel zu viel. Das können wir später vielleicht reinnehmen. Das heißt, die müssen wir auf jeden Fall sehr, sehr beschneiden. Und zwar, ich könnte mir vorstellen, dass wir nur den Anfang nehmen. Nur das. Reicht vollkommen aus. Den Rest schenken wir uns erstmal. Klingt schon ziemlich geil. Wie gesagt, das muss auch noch mal ein bisschen phrasiert werden, weil das noch viel zu in your face ist. Aber zumindest passt das jetzt dazu. Hören wir mal die holen wir mal das Serum rein. Das ist ja kein Serum mehr. Ja, wie gesagt, klingt halt schon schön dreckig. Okay, mal alles. Wobei das Komische ist, die 808 klingt hier jetzt alleine ziemlich geil, finde ich. Oder besser gesagt im Zusammenhang, wenn man sie alleine hört, das klingt ein bisschen an manchen Stellen, ich sag mal nicht kaputt, aber nicht so hundertprozentig. Schauen wir noch, wie gesagt. Wir machen erstmal so das Preset und dann gucken wir weiter. Genau, also was ich empfehlen kann, was ich schon immer gesagt habe, diese ganzen MIDI-Files, die man sich runterlädt, nimmt das immer als Idee. Also wenn ihr das halt komplett 1:1 benutzt, wie zum Beispiel hier, das werde ich auch auf jeden Fall nicht 1:1 benutzen, dann habt ihr halt das Problem, das kann irgendjemand auch noch haben, wobei es auch wieder so ein paar Sachen gibt. Mein Gott, wenn man das einarbeitet, also jeder Künstler hat irgendwie Akkorde oder irgendwelche Sachen, die einfach aus einem anderen Track auch sind, aber vielleicht in einer komplett anderen Art, muss man gucken. Wo man halt echt aufpassen muss, wenn man zum Beispiel Trap God nimmt mit den Trap Sounds, dann nimmt man irgendwie noch eine bekannte MIDI-Trap-Bibliothek mit bekannten Trap Sounds. Also irgendwann ist es dann so, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass vielleicht zweimal fast derselbe Track kommt. Nicht ganz derselbe Track, aber fast. Also da muss man halt auch ein bisschen aufpassen. So, gucken wir mal weiter. Das sieht doch ganz gut aus eigentlich hier. Genau, das nächste, was wir hier machen müssen an dem ganzen Ding, ist natürlich das Percussion Set, weil hier ist noch extrem wenig. Dann müssen wir, genau, ich wollte den Arcade noch machen. Das bedeutet auch hier, wir waren in, lasst mich überlegen, A-Moll. Also gehen wir hier in Minor und A-Minor. Passt. So, und jetzt suchen wir uns irgendwas cool. Ich weiß noch gar nicht was. Also ich bin da komplett offen wieder mal. Ja, aber eher was in Richtung, vielleicht sogar so Particles-Zeug. Mal sehen, was der Drum. Ja, ist ziemlich geil, aber ja, passt nicht zu unserem Tape-Drip-Distance. Voices finde ich auch immer ganz geil.
Guck mal, so ein bisschen von hinten. Ja, nehmen wir das mal. Weil was wir noch brauchen, ist ja sehr, sehr in your face. Wir brauchen irgendwas, was unten als schön als Teppich liegt. Das müssen wir, glaube ich, mal ausprobieren einfach. Ich nehme mal was auf. Das reicht mir auch schon. Finde ich, passt eigentlich auch ganz gut. So, wieder hochgenommen. So. Wir hören uns mal noch ein paar andere an. Das finde ich gar nicht so schlecht, aber dann müsste es, glaube ich. Ja, ich glaube, das Ende gefällt mir gar nicht so. Also von dem her, ich würde es eher so machen. Ja, das passt ganz gut. Genau, wieder nehmen wir es mal mit rein. Es wird später nochmal schön gespreadet. Das Einzige, was ich jetzt noch machen will, auf jeden Fall, ist das hier. Wie immer. Und genau. So, gucken wir mal hier bei unserem Trackord. Also ich finde den ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ja, gerade mit den Bells. Was man hier machen könnte, ist vielleicht dazwischen noch etwas bauen. Also vielleicht so. Vielleicht immer denselben könnte man auch nehmen. Und zwar nur überlegen, wo der ist. Der ist immer zwischen unserem anderen Synthi. Nummer. Ja. Ja, wobei der sehr, sehr leise ist. Also man hört den ehrlich gesagt gar nicht. Das heißt, den müssen wir hochpitchen. Bass. Vielleicht sogar. Ja. Ja, hier am Ende bin ich noch nicht so zufrieden hier mit dem Ding. Mit dem Ding hier. Ich bin noch nicht 100% sicher, aber hören wir mal komplett rein. Ja. Ja, das war's auch schon für heute. Wie gesagt, heute leider nur eine ganz, ganz kurze Session, weil, ja, wer Kinder hat, weiß ja, wie das aussieht. Homeworking oder Homeoffice, das funktioniert schon mal gar nicht. Ja, ansonsten, wir werden diesen Beat weiterbauen und das wird auf jeden Fall der nächste BeatStars-Beat werden. Und morgen und die nächsten Tage werde ich wieder ein bisschen an den EDM-Sachen schrauben. Also wenn ihr Bock habt, so eher in Elektro, House, alles, was irgendwie dancey ist, DJ-mäßig, zumindest in dem Bereich, dann schaltet auf jeden Fall morgen um 9 Uhr ein. Da wird es auf jeden Fall wett. Ansonsten, ja, wenn ihr Bock habt, Beats zu kaufen oder irgendwie Rapper seid, beatstars.com/beatnerdberlin. Ansonsten, das ganze Zeug gibt es als Wiederholung auf YouTube Beatnerd. Und ja, ansonsten, wenn ihr noch nicht abonniert habt, YouTube abonnieren, Twitch abonnieren und bis morgen.